Guten Tag. Na, ihr Vögelchen. Passt auf, er tippt ja momentan Kingdom, ne? Kam. Und GTA-RP. Und ich habe die Angst, dass ich nicht die Zeit habe, online hier Mondo Blaze weiterzuspielen. Darum spiele ich das jetzt hier für mich immer so weiter, so wie ich Zeit habe. Und nimm das Träger auf, damit ihr zugucken könnt. So, lass gucken. Spielladen. Ach ja, Kaffee. Kaffee ganz, ganz wichtig. Kaffee. So, lass mal gucken. Was ich vorhabe, ist zu heiraten. Das sieht auch richtig gut aus. Mit der Merced oder wie sie heißt. Und dann König werden. Eigene Königreich. Genau. Wir haben hier einen Gebirgskabaditen versteckt. Das greifen wir jetzt an. Wir haben 98 Mann im Trupp von 100. Zwei können wir noch einstellen. Oh, wir können uns selber hier befördern. Den graden wir ab. Bogenschütze. Hier machen wir einen Nordkrieger draus. Gut. Eigene Charakter. So. So, Intelligenz setze ich mal eins höher jetzt. So, 9. Inventarverwaltung. Aufklärung heißt, die Sichtweite des Trupps wird 10% pro Fertigkeitsstufe erhöht. Ja, machen wir. Inventarverwaltung, dann können wir noch mehr klauen. Okay. Diebstahl, immer Diebstahl. Armbrust wird weiter hochgepusht und fertig. So, und wir greifen jetzt hier das Gebirgsbanditenversteck an, ne? Lass uns gucken. Ab und zu wird man auch Ellie hören, die hier durch Zimmer dackelt. Ich habe zwar ein Greenscreen vorgezogen, aber die Türe ist auf, ne? Versteck angreifen. So, Kameraden. Angriff hier, Rolf und seine Männer. So. Wo rennt der hin, das weiß ich noch nicht. Da schon Kampfschrei. Oh. Ja, Drop da. Die Feldtypen hier. Macht das fertig. So geht das, Jungens. So, Schild hoch. Ganz wichtig hier, ne? Ganz wichtig. Der sieht aus wie Palo. Genauso viel Gestrüppe wie sich. Ich glaube, ich muss mich auch in nächster Zeit wieder rasieren. Ich kriege richtig Ärger hier zu Hause, ne? So. Ja. Weil das ist Ärger, aber ich kämpfe das ja mit der Frau, ne? Dann sagt das Fräuchen, hör mal, wie siehst du aus, du Vogel? Ne? So. Vielleicht mal kurz im Prozess hier. So, was hat der für einen Hammer? Der Brutto, Junge. Ja, das hast du davon, ne? So eine Halbnackte läuft auch hier durchs Bild. Wo kommt hier zwei Vögel her? Ja, leg dich wieder hin. Das ist mir aber gerade ein bisschen zu laut. Ne? Wir haben gerade eben noch im Stream ja Kingdom gespielt und da ist halt ja mit den Dialogen so, dass die auch immer leiser werden. Dann macht Riese wieder lauter am Mischpult. Und das ist total blöd. Das müssen wir auf jeden Fall patchen, aber ein geiles Spiel, ne? Richtig geiles Spiel. Genau wie das hier, ne? So. Oh, da hat einer geschossen mit Pfeil und Bogen. Haut kaputt. Immer drauf da. Ja, auf die Rübe. So, wo rennt der denn hin, Jüngchen? Hör mal, Gotthard, Wolfgang, wo willst du hin? So, Attacke. Ja, hier fliegen die Pfeile. Hier ist richtig Schlachtrhythmus drin, ne? Hier fliegen die Pfeile ein um die Ohren und das Steinchen, guck. Ach ja. Ja, hast schon eine gekriegt, wa? Guck mal, von der Bäuerin lässt du dich verprügeln, Junge? Was? Gib dem eine. Ja, schön hast du das gemacht, ne? Immer chillt hoch. Ja, und auf die Kopf. Oh, nee. Du hast da. Warte, komm mal her, Junge. Da werde ich zum Berserker hier. So. Schlacht gewonnen, alles gut. Okay, weiter. Ellie ist schon da unten rum am Traben, wa? Käse. Käse ist immer gut. In jeglicher Form ist Käse gut. Käse ist gut. So. Okay, Versteck ist weg. Wir können noch Leute einstellen, ne? Habe ich, ja, zwei Mann. Ja. So, wo ist meine Burg? Hier. Burg Weiher.
Burgweier, Howeier. Wir haben Krieg mit den Sultaniten. Mit den Zwaden nicht, wa? Da enttäuscht mich gerade. Mit denen auch nicht, mit den Nords. Haben wir mit den Kergiten, oder wie sie hießen. Waigiers haben wir nichts. Wo sind die Kergiten? Hier. Auch nichts. Also nur mit den Jelben. Mit den Jelben Männern hier. So. Ja. Okay, Quest irgendwo. Da mal aufsuchen, komm mal her. Nee, zu der will ich nicht hin, wa? Die will abhauen mit mir. Das will ich nicht. Der, ihr Vater, der hat nicht genug Kohle und Ländereien. Das will ich nicht. Ihr müsst drauf aufpassen, welche Frau ihr euch hier schnappt, ne? Die müssen schon Einfluss haben, die Väter von denen, ne? Das ist wichtig. Ja. Wo sind wir? Da. Wir gehen nach Velucha. So, wir reiten nach Velucha. So. Schnellreise. Oh, hier ist Krieg. Hier ist Krieg. Hier können wir wieder helfen. Gefecht. Ja, wir greifen mit ein. Wir helfen natürlich unserem Freund, dem Graf Telrock, und greifen mit die Banditos an hier. Mhm. So. Ja, ja. Achso, wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon ungefähr 2 Stunden älter als das Video. Unglaublich, ne? Ist halt nicht live, ne? Nicht mit dabei. Im Nachhinein irgendwie. Ja. Oh Gott. Das ist so wie früher. Ich komme mir gerade so wie früher vor, meine ersten Streams, wa? Wo ich alleine für mich rede. Wo ja keiner da ist. Oder wenn einer da ist, sagst Hallo. Schon ist er wieder weg, ne? So komme ich mir gerade vor, ja. Gerrit ist nur am Labern. Ja, was willst du auch sonst machen, ne? Was? Komm mal her, du Vogel. Jung, hau mir das Pferd und dann kriegst du eine mit der Axt. So. Nicht mit Geld. Ja. Achso, Grüße gehen übrigens raus an meine Mutter. Hallo Mama. Ich bin nicht den Jungen, der Jared. Ich bin jetzt hier am Spielen, ne? Mama. Ja. Früher hat die mal gesagt, spiel nicht so viel am Computer. Lern lieber. Ja, Mutter. Siehst du aber doch, was geworden ist, wa? Gefecht gewonnen. So, das ist natürlich super. Vielen Dank für eure Hilfe, Herr. Es war ein Glücksfall, euch dort zu treffen. Ja, okay. Wir haben Gefangene. Ein Gebirgsbanditen. Okay, zurückgeben. So, wir reisen weiter. Nach Velucha. Da wollen wir hin. Da soll es schön sein. Schnellreise. Ach ja, der Tag ist angebrochen. Und, wir sind am Marktplatz. Geh mal zum Warenhändler. Okay, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Waffen können wir alles verkaufen. Wir kaufen uns jetzt hier ein bisschen Kohl. Das erinnert mich gerade an Louis de Funès, die Kohlköpfe, wa? Und was Frucht erhebt die Moral. So, zurück. Schenke. Okay. Der Schenke. Ich werde versuchen, so 30-Minuten-Folgen zu machen, wa? Wenn das recht ist, ne? Wenn das auch, ja. Karawanenwache, nee, das will ich nicht haben. Nee, hier hat einer nicht aufgegessen, wa? Was hat der denn da drin? Hab ich noch nie drauf geachtet, wa? Fisch. Fisch und Blätter vom Gebüsch. Ach du liebe Jott. Was liegt hier? Käse und Gyrosuppe, glaube ich, ist das. Okay. So, verlassen. So, wir gehen zu unserer Burg jetzt. Burg Wehr. So. Okay. Nee. Hier. Karawane der Sultanite. Nicht die Karawane zieht weiter. Das macht die zwei jetzt auch. Aber ich will die natürlich. Königreich Swadien. Es deklaret war against Königreich von Nords. Das heißt so viel, die sind sich nicht mehr einig, die Jungs, ne? Ja. Der eine ist auf dem anderen. Guck mal jetzt. Oh, ja. Karawanenmeister, seid gewarnt, ihr Schuft. Diese Karawane steht unter dem Schutz von Sultan Hakim. Geht aus dem Weg, oder ihr werdet seinen Zorn zu spüren bekommen. Ich habe Forderungen an dich. Was wollt ihr? Gebt mir augenblicklich euer Gold und eure Wertsachen. Wollt ihr uns berauben? Natürlich will ich euch berauben. Jetzt rückt schon mit den Sachen raus. Ich verfluche euch. Ohne einen Kampf werdet ihr von uns nichts bekommen.
Ja, ist halt so. Greif den Feind an, ne? Attacke! Wir lassen direkt alles stürmen. Das sind Karawanenmeister und seine Gehilfen da. Das sind alles Reiter, denke ich mal. Ein paar Fußsoldaten. Wir haben Kaff ohne Ende. Also Kavallerie, nicht jetzt hier Kaviar oder Hummer oder so. Und drauf. Drauf. Immer drupp. Ja. So. Da sind Fußtruppen. 5 Mann. Wenn ich richtig zählen kann. 1, 2, 3. Oh ne, 6 Mann. Ja, da kann man wieder sagen, ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Ja. Ja. Komm mal her, du Vogel. Ja, siehst du. Leg dich nicht mit Gerrit an. Klatsch, peng, bumm. Alles dort. Kaputt. So. So, du Sultanit. Komm mal her. Kriegst du eine mit der Axt. Was ist das überhaupt für ein Vogel? Der hat einen Speer. Ja, ja. Oh, da kommen die Hilfstruppen. Die Aushebungen von Charis sind eingetroffen. So, ja, wenn wir noch mal treffen würden, wäre das auch schön hier, ne? Da wird das Spiel auch mehr Spaß machen, glaube ich, oder? So. So, Druck da. Schön, Junge. Immer auf die Rübe. Klatsch, boom, bang, liegst du auch da. Hast du nicht gesehen, wa? So. Ja. Ja, wir haben gewonnen, glaube ich, ne? Was? Ja, jawohl. Okay, weiter. So, Karawanenmeister gefangen nehmen. Fertig. Oh, guck mal hier, das ist doch das blühende Leben, ne? Was für ein Scheiß haben die denn bei? Sind die nur irre oder was? Ich überfall die hier und die haben so ein Gedöns bei. Hm. Da wirst du nicht von reich, ne? Ja, toll. Okay. Meine Bursch hier, dahin. So. Hm. Ich drehe mir mal eine. Der reitet sowieso alleine. So. Vielleicht lade ich die Folge heute noch hoch. Ich weiß es noch nicht, wa? Das ist wirklich, das ist ja ungefähr. Das ist ja nicht aus dem Stream jetzt hier das aufgenommen. Das ist mein erstes, glaube ich, alleiniges Let's. Ich will nicht Let's Play sagen, wa? Let's Gerrit, die Videos haben eine Eigenart, wa? Man kann ja eh nichts dabei lernen hier bei mir. Ist ja so, sind wir ehrlich, ne? Ja, ich krieg schon wieder Atmung. Mein Gott. Elli, was machst du da? Hunk. Ja, reiten die Freunde. Das ist, glaube ich, ja, das ist mein allererstes, hallo Elli. Selbst aufgenommenes Video, wo ich alleine interagiere hier. Sagt man das so, interagieren? Ja, glaub schon. Ja. Ja. Was die Leute immer schon interessieren wollte, während der hier reitet, der Kamerad. Ich habe hier, wie sieht mein Schreibtisch aus? Den muss ich mal aufräumen, Ich muss hier saugen drauf, hier liegen, überall. Hier vor allen Dingen, wo ich immer drehe. So Tabakkrümmelchen von heute Mittag vom Stream noch, das ist ekelhaft. Muss ich gleich wegsaugen. Dann liegt hier mein Kazoo, das kennen die meisten von euch ja, ne? Mhm. Dann liegen hier Brillenputztücher. Mein Feuerzeug. Handy. Ja. Ja, sonst nichts. Gut. Interessant, ne? Nee, interessant ist was anderes. So, okay. Verlassen. So, Trupp, lass mal gucken. 98 Mann. Wir müssen aber Heilung haben. Das heißt, wir müssen hier pennen. Jetzt nicht mit der Besatzung, aber wir müssen hier schlafen. So. Fuß, der mach mal einen Reiter draus. Ne? Kaff ist immer gut. So, fertig, dann bleiben wir hier mal ein paar Nächte. Ich würde sagen 2. Und dann sind die alle auch geheilt, die Jungs. Ne? Die kriegen erst vorsorgliche Pflege, kriegen die hier. So. Wo will der denn hin? Jüppchen, wo geht das hin, Junge? So. Wir haben jetzt gerade 14 Minuten aufgenommen. Kommt mir schon vor wie 3 Stunden. Unglaublich, ne? Mhm. Ja. Ich versuche auch nicht mehr so viel Watt zu sagen, ne? Ihr habt ja auch gesagt, das ist anstrengend, ne? Was heißt das anstrengend? Man übernimmt das, ne? Von der jeweiligen Person, mit der man oft zusammen ist. Wir sind ja praktisch so was wie eine Beziehung, ne? Kann man eigentlich sagen. Ja, ich glaube, manche sind mit mir öfter zusammen als wir mit ihrem Partner. Nicht schön. Und da übernimmt, weil ich halt viel Watt sage, übernimmt man das dann, ne? Ich muss das ändern. Jetzt mache ich aber mehr dieses, das ist auch nicht gut, das ist auch scheiße. Ja. So. Gott.
So, Bock verlassen. Okay, verlassen. Ja, wir gehen Krieg machen. Wir gehen Krieg machen. So, einmal hier hin. Lass mal gucken, wie viele Jungs der da in der Festung hat. Ach ja. Ich freue mich heute Abend schon wieder auf Kingdom. Ja, echt ein geiles Spiel. 350, nee, Jung, das. Nicht mit Jared, ne? Nicht mit Jared, das ist mir zu viel. Da, wir gehen hier auch klauen. Wir gehen stehlen. In Ein Asuadi. Aber obwohl, dann stehe ich mir schon König nicht gut, ne? Wenn ich hier andauernd weiter rumwurschtele irgendwie ein bisschen. Wie viel Geld habe ich noch? 7000, ich muss aber. So. So, was? Zwingt die Bauern euch Vorräte zu geben? Nein, haben wir nichts von. Plündert das Dorf, natürlich. Erdboden gleich machen. So, das heißt, wir müssen aufpassen. Nicht, dass die auf einmal die Truppen kommen, so 300 Mann, und dann sind wir nämlich richtig im Arsch. Da war was Gelbes. Gelage in Yelkala. Da komme ich auch mal vorbei. Kriege ich eh nichts. Wenn ich da bin, ist das schon längst wieder vorbei. So, es brennt gerade schon hier. Das Dorf ist am Brennen. Das ist ein gutes Zeichen. So, und wir haben natürlich hier, guck mal, wir baden gerade in Gold und Leinen und Wolltücher und Honig und so geht alles. Ne? Mhm. So, Korn, Würstchen, Brathähnchen hier. Das ist ja wie beim Toni an der Frittenbude. Das ist ja unglaublich hier. So, okay, dann reiten wir nach Jelkala. Wir werden zwar eh zu spät sein, aber das ist mir ideal. Schnellreise. So. Guck mal, die reiten schon wieder alle weg. Die ist schon fertig da. Oh ja. Jetzt haben wir offiziell Krieg. Wa? Das, was wir wollten. Haben wir jetzt. Die Sultaniten und beim Gelage anschließen. Ja, komm, machen wir mal. Und die Sultaniten und wir, die Rodoks, haben jetzt wieder offiziell Krieg. Deswegen andauernd meine kleinen Angriffe da, ne? Der König sagt zwar immer, ja, du Vogel, das ist scheiße, aber insgeheim will der das auch, ne? Der mag das. Mhm. Schon wieder diesen, Ja, Graf Reichsinn, wer bist du denn? Bist du, ne, das ist nicht der Vater, ne? Ne, da hinten ist der Vater von meiner Frau. Ist meine Frau auch hier, oder meine zukünftige? Guck mal, hier ist richtig Brautwerbung am Start. Elian, hier, ihr seid lieb schon, guck mal. Ja, reden. Hallo Gerrit. Es ist so entzückend, mit euch etwas Zeit verbringen zu können. Ja, sicher so. Könnt ihr mir noch ein wenig über euch erzählen? Ja, ich bin Tochter, du Graf Reis. Ja, das erzählst du mir schon so seit 3 Jahren. Oh Mann, ich muss mich nun empfehlen. Ja. Mit Gedichten komme ich da auch nicht mehr weiter. Ich kenne alle. So, hier ist der Vater. Ja, freut mich, dich zu sehen, Gerrit. Komm, let us lift, was heißt das? Let us heb de Becher Wein. Das heißt, die wollen mal einen Humpen heben hier, ne? No, was willst du? So, pass up. Habt ihr Aufgaben? Nee, natürlich nicht. Ja. Könnt ihr euer Glück in Hava versuchen? Ja, weiß ich, da geh ich auch gleich hin, Jung. So, ich möchte erst was fragen. Ich will deine Tochter haben. Ja. Wo steht denn hier, dass ich heiraten will? Was macht das Reich? Ja. Was macht der Krieg? Erzählt mir mehr über den Krieg mit Sultan. Er ist noch kein klarer Sieger. Ja, warte mal, ich komme gleich. So. Ja, ich will heiraten, wa? Der lässt mich aber nicht, glaube ich. Der mag mich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wo ist der König? Wo ist Glatzkopf, da? Meister Propper, hör uns. So, pass up. Ich höre, ihr habt Untertanen der Reisenden auf der Straße angegriffen. Das ist eine Lüge. Das war ich nicht. Das war keine Glanzleistung von euch. Ja, und? Kann ich eine Aufgabe? Nee, die lassen mich gar keine Aufgaben mehr erfüllen, weil ich so viel Scheiße mache, wa? So, okay. Ja, ich glaube, ich bin nicht gern gesehen hier. Marktplatz. Waren hin. Oh, guck mal hier. 2100 hat der. So, das können wir schon mal. 2000 Tacken mehr, Pferdehändler. Der hat 1800. Da hauen wir mal richtig raus hier. 1400. 1470. Ja. Aber wie viel kriege ich dafür?
70, guck mal, gut abgepasst, ne? So, Rüstungshändler, der hat 1200. Den verkloppen wir das jetzt auch. Leinen 202, 1138, okay. Und Waffenhändler, der hat 2300. Die haben immer am meisten, die Waffenhändler, ne? Ist eine komische Sache, oder? So, Kohlköpfe, okay. Bratwürstchen und sowas auch verkloppen, dann wird mir alles schlecht. So, zurückgeben. Okay. Ja, wir verlassen. Wir gehen Krieg führen. Wir gehen Krieg... Oh, hier. Achso, da war ich ja. Ja, okay. Wir gehen zu unserer Burg, weil da werden bestimmt gleich die Sultaniten auftauchen. Ich bin wieder so leicht, nicht schnell am Reisen. Auf einmal kommen mir gleich 500 Mann entgegen, bin ich im Arsch. So. Vorsicht, Gerhard, Vorsicht. So, Burgfurt, okay, Burgfurt nicht belagert. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo sind hier die Feinde, wo sind die Truppen, ne? Ja. Charis, da wollte ich immer schon mal hin. Kennt einer von euch Charis? Da ist eine richtig schöne Stadt, wa? Ja. Ich weiß noch nicht, wo sie liegt. So. Hier, 114 Mann von uns, da ist Graf Falsefor. Ja. Graf Falsefor. So. Oh, hier, 104 Mann, komm, die klatschen wir jetzt. Die klatschen wir jetzt weg, wa? Wie lautet euer Name, mein Herr? Wenn ich zur Handgreiflichen komme, weiß ich, gegen wen ich kämpfen werde. Mein Herr, ich bin Gerrit. Ich bin Emir Hamesan, Vasall vom Saridanischen, was? Sarinidisches Sultanat und Fürst von Amarat. Ja, und? Seit ich hörte, dass ihr Sultan Hakim besiegt habt, ist es mein innigster Wunsch, mit euch die Schwerter zu kreuzen. Solange nur die Schwerter sind, ist mir das ja noch egal, wa? Wenn er sich nicht anders kreuzen will. So, ergibt euch oder sterbt. So, so sei es, verteidigt euch. Ja, greift den Feind an. Truppen zu mir, aber ratzifatzi, alle zu mir. Alles zu mir hier, ratzifatzi. So. Die Infanterie Stellung halten, Bogenschützen Stellung halten. So. Und die Kaff mit mich. Ich bin jetzt nur mal gespannt, von wo die kommen, ne? Und wo kommen die? Ich sehe die nicht. Da hinten sind sie. Dann sind die 100 Sultaniten. Wo rennen die denn hin, die Jungs? Ich glaube, die haben den Braten schon gerochen, war von wegen Flanke. Von wegen Flanke. Wir warten hier. Hier ist die Map zu Ende. Hier sind wir weiter. So, wir bleiben hier stehen. Ja, siehst du, die kommen alle rüber zu mir. Die kommen alle rüber zu mir. Also reiten wir wieder zurück. Hinter dem Berg hier. Ach, guck mal, der Bauer in vorderster Front da. Der Vogel. Okay. Wir reiten mal hier hoch, damit wir gucken. Lucky, Lucky machen hier. Da hinten sind sie hinterm Hügel. Die kommen aber nicht, ne? Oder? Die werden auch schon mal beschossen von meinen Bogenschützen. Das ist alles Fußvolk. Also, hat der keine Reiter oder was? Keine Mamelucken? Die kommen bestimmt gleich mit der zweiten Welle. Das ist alles Fußvolk. Die sind innerhalb von 3 Minuten sind die alle platt. Wenn ich da die Kavallerie reinschicke. So, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollten. Kavallerieangriff. Jetzt. Ja, rein da, Jungs. Mit dir Döns. Ach ja, das sieht schön aus, ne? Wir haben ja keine Chance. Wir haben ja keine Chance. Guck mal, was hier schon liegt. An Material, wa?
keine Schnitte. Keine Chance. Okay. Kavallerie zu mir. Weil sonst reiten die nämlich da hinten hin. Und da hast du nämlich die, da siehst du, guck. Dann reiten die direkt mit zwei Mann, direkt gegen 50 und das ist blöd. Wir lassen mal die Kavallerie hier zurück. Da kommen sie nämlich. Die Jungs. So. Noch nicht. Da hat der nur Infanterie bei oder was? Ich muss da dem einen, ich hatte einen Reiter, glaube ich, bei denen da vorne bei, ne? Den muss ich noch, Angriff, Kaff, okay. Und, alle können angreifen, Bogenschützen, alles. Infanterie. Genau. Ich hatte einen, glaube ich, noch einen Reiter, einen Helden, den hatte ich, noch nicht zugewiesen. Der läuft immer noch unter Infanterie, glaube ich. Da hört er natürlich dann auch auf die Infanteriebefehle und nicht auf die Kavalleriebefehle. So, kommt da jetzt noch eine Welle oder sind wir fertig? Da kommt noch eine Welle, komm, zieh mal direkt durch, der hat nur Fußtruppen. Guck mal, der wirft Steinchen. Von der Seite war. Hey Jüppchen, bleib mal hier. So, ich glaube noch der eine, das war, ne? Ja. Genau. Was haben wir verloren? Ah, okay, Kleti ist verwundet, okay. 67 von denen haben wir getötet. Greift den Feind an. Lass mal direkt reinlaufen. Zweite Runde. Oh. Wo kommen jetzt die Reiter her? Hä? Dürfte aber kein Problem sein. Jetzt sind vier Reiter oder so jetzt. So, wir reiten hier mal rein. Kaboom. Aus. Schluss. Weg hier. Vögel. Klatsch. Alfred. Edward mit den Scheren. Guck mal, ich war. Oh, da hinten. Da juckt es. Ihr dann weg mit dem Pferd. So. Naja, sagen die Leute noch, ich tue hier ja nichts, meine Truppen machen alles. Ja, ist ja meistens noch so. So. Verlassen. Weiter. Der schafft es zu fliehen, der Typ. Okay, wir haben Gefangene. Ja, nimm mal alles mit. Das, gedöns, hey. So, fertig. So, was haben wir hier zum Verkaufen? Dat. Okay, nichts zu essen. Wunderschön. Okay, wieder zurück. Gut, jetzt hat er da nochmal 58 Mann. Die snacken wir uns auch nochmal schnell, wa? Oh, daneben geritten. Scheiße. Ja, der reitet natürlich jetzt hier hin, aber keine Schnitte. Da greife ich bestimmt nicht an. Graf Larukin, was? Hm, auch. Wer war das denn, hey? Hier war da noch so eine Graf. So, und zur Bursch. So, das war mein erstes Let's Play. Ihr habt natürlich nichts gelernt. Man kennt ja Jared. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für euren Support auch hier auf YouTube.
Dankeschön für die ganzen Abos, die hier reinkommen. Vielen, vielen Dank und habt noch einen schönen Tag. Bis demnächst.